So, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Pokémon Crystal. Wir sind wieder am Start und diese Folge geht's weiter. Ja, ich gucke mal eben, wie viel Money wir haben. 1300. Wie viel Tränke haben wir? Gar keinen. Jo. Dann werden wir uns jetzt erstmal... Also X-Treffer ist eigentlich ziemlich geil, aber wir kaufen das mal, um uns mal Träge zu holen. So. Weil Tränke sind dann doch schon wichtig. Boom, Pokéball. So. Weiter. So, die dunkle Höhle, da können wir noch nicht hin. Da guckt man erst hin, wenn man von oben nach unten geht. Also quasi eigentlich zurück. So. Ah, guck mal, ein Knuffenser. Hast du diesen merkwürdigen Baum? Ja, alle wollen so mit dem Baum was zu tun haben. Ruinen. Oh ja. Hier wird ja auch so ein Rätsel gelöst. So ein ganz alter Käfer hier. Merkt man schon, dass ich das ein bisschen mehr gezockt habe. Ja, aber Mann, was geht ab, Mama? Gute Nacht, Mama. Nach einer Zeit wird das eh. Ja. Was? Das wird nach einer Zeit eh. Nee, wenn die Probleme behoben sind nach einer Zeit, ist es eh besser. Ich wollte gerade schon sagen, mein Vater, jo. Papa hat ja auch ein anderes BIOS und andere Einstellungen und alles so. Ja, aber der hat halt, ja, komisch eigentlich. Fünf Tage oder sechs. Geschlafen. Ich warte auf einen Anruf. Ich kann ja nicht fliegen. Ja. Bis August. Spätestens bis zum 24. Ja, Mama, gute Nacht, schlaf gut. So, wir sind fertig. Wie ist das jetzt hier?
dann halt eben nicht. Gut, sorry. Ja, das muss man eh erst später alles machen. Machen wir alles mal später. So. Diese Ruine, ca. 1500. Alles klar. Ne? So. Ja, hier ist halt... Das ist halt das. Auf den Steintafeln sind ja, oh, wissen wir auch. Was hast du? Du untersuchst die Ruinen. Ich sehe keinen Wissenschaftler im Spiel. Alles klar. Route 32. Hier wollten wir hin. Denn hier ist wieder Kämpfen gesagt. Let's go. Hey! Wundersaat. Verstärkt Pflanzenattacken. Na dann, Knuffenser, gönn dir. Dass man auch sowas hier hat, ist ja richtig cool. So, Freunde, was begegnet uns hier? Ratzfratz. Ja, so ein Spukumon will ich natürlich auch. Ne? Ja. Außer die haben natürlich keine Wirkung. Kein Bock. Wobei. So. Damit kann ich jetzt auch ratzfratz erledigen. So. Ja, ich habe mir so überlegt, die Folgen werden so um die ca. 35, 50 Minuten lang. 35, 45, so ungefähr. Ja. Ein wirklich guter Batzen Folgenlänge. Ich stelle mich mal ein bisschen hier hin. So. Blubber. So. Ich trinke. Es wird natürlich hoffentlich natürlich seine Zeit dauern hier, bis das Projekt zu Ende ist. Ich freue mich tatsächlich sogar auch schon auf die anderen Editionen. Ah, es wird super. Kann der? Oh, mal gucken, wie stark denn jetzt die Pflanzenattacken sind. Okay.
Okay, gegen einen Typen, der ja nicht effektiv ist, ist es natürlich schwierig. Machen. Oh, I hate him. Komm, ich hau den einfach so viel Kreidescheuer an die Backe, Alter. Viermal sollte eigentlich reichen, ne? Das war jetzt drei. Jetzt kommt vier. So. Gehst du unter, mein Freund? Ja. Achso, die Verteidigung von Zubat sinkt nicht mehr. Alright. Tschüss. Alles klar. Guck, er hat mehr XP bekommen. Sehr cool. Oh, Klammergriff. Aaron. Macht man einen Schritt und schon kommen hier die Leute aus dem Gebüsch gehüpft, ey. Draufklicken, Mann. Oh, wow, was bist du denn? Felino. Was bist du für ein Monster? Dich fange ich mal. Ich frage mich, ob auch solche Monster sich entwickeln können. Du bist doch ein Gegner. Na komm, zurück mit dir. Uff. Level 9.
Gut, dass ich eigentlich Hypnose wollte. Nee, nix. Ach nee, bloß nicht noch mehr Heulei. Ich weiß gar nicht mehr, wer der nächste Arena-Leiter ist. Ist auch schon lange her, dass ich hier die Version gespielt habe. Die Edition. Sorry. Bin ich mal gespannt. Oh. Komm, diese 1-2 EP da. Ach Mann. So, let's go. Oh. Welcher Weg? Wäre natürlich so gut wie es geht gegen alle kämpfen. Ei! Bin ich aber mal anders weg. Ach du Scheiße, 10 Schaden macht das? Mich doch verarschen. Da, 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 da. Oh, lol. Die kann man auch da finden? Also, ich gönne mir mal einen Schutz. Superball. Jo, geil. Eine Million. Alles klar. Und noch ein Superball. Jo, wie geil ist das denn? So. Das riecht schon nach Höhle hier. Dann noch ein Gegner um die Ecke, ich glaub's auch nicht. Oh, ein Vogelliebhaber. Das heißt, ich weiß, wer da Spaß haben wird. Nein. Aaron. Onyx. Ist aufgewacht, achso.
macht ja absolut gar keinen Schaden. Ach so, das ist über Runden basiert. Ah, das ist gut. Zack. So. Ach, wollte ich doch gar nicht, Mann. Jo, ist okay. Schade, dass ich keinen Topsi gefunden habe. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt Glück habe, ist der Level 11 danach. Also ein Klammergriff hat doch schon was Gutes, ne? Jawohl. Eigentlich möchte ich den schon gerne als erstes da haben, aber das Problem ist, dass glaube ich die Monster, die da sind, gegen Geistattacken immun sind. Hammerhart. X Angriff. Schub. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Alter Knacker, du. Unix. Moin, Kollege. Level 11. Ui, 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 ui. Ist natürlich ohne Zeitschreie sind um 3. Okay, Strecker funktioniert auch, das ist gut. Oh mein Gott. So wenig Damage. Okay, Kurz, komm mal ran. Ja, ist okay. Das ist schon besser.
11 ist halt schon echt nicht schlecht. Onix, Nibblock, erreicht Level 9. Sehr gut. Erreicht Level 11. Sehr gut. Da gehen die Level hoch. Ich stehe direkt neben dem. Wie kann er mich nicht sehen? Verwirren, ich Tschüss sage. Ausgetrickst, mein Freund. Okay. Entschuldigung, Alter. Tut mir leid. Okay. Hätte jetzt nicht mitgerechnet, aber gut. Es macht so wenig Damage. Fenster doch, ich weiß nicht, ob der das schafft. Doch. Ah, wobei, der Damage ist gar nicht mehr so schlecht. Natürlich mit dem Samen verstärkt. Gar nicht schlecht. Level 10. Sehr gut. Viel Damage ist aber auch hart, ey. Zweimal. Wenn der jetzt keinen Volltreffer landet, habe ich gewonnen. Dann haut er auf einmal 5 Schaden raus, hier ist klar. So, Level up. Bodenbrunnen. Wäre ja gar nicht mal so schlecht. Oh, stimmt. Da er. der macht die ganze Zeit noch Tickel. Oh. Dann macht es noch ein bisschen schwieriger, jo. So, kleine
Stein, du wirst natürlich auch gefangen. Schon raus? Ja, tatsächlich. Heuchelkeuch, endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer als ich annahm. Erkunden, verlassen. Ja. Ach du Alter. Kleinstein. Level 11. Ich wusste es. Da bin ich einfach dezent mal raus. Er hat mich ja fast ge-one-shottet. Oh nein, ich hab... Wow! I'm impressed. Impressed. Holy shit. The damage. So eine neue Attacke ziemlich gelegen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier hingehe? Naja, Wickelrad. Und dem noch einen Klammergriff mache. Kriegt er da Doppelschaden? Oh, fuck you. Achso, das ist einfach dann verschwunden. Okay. Okay, dann hat sich das erledigt mit der Frage. Kommen, als ob dieser eine jetzt alle machen kann. Gefühlt schon. Na komm, Feuerriegel, Feuerriegel. Time to shine. Down.
gerne speichern, denn die Telefonnummer von ihm. Möchte ja gerne seltene Pokémon finden, deswegen geben wir dem Jungen mal eine Chance. Oh, erste Treffen mit Team Rocket. Erste Treffen mit Team Rocket. Dann passt ja für die nächste Folge. Passt das doch. Aus den Dingern ja Pokébälle machen. Stimmt. So, jetzt muss man hier gegen die Rockets kämpfen. Ich glaube, man muss erstmal hier die Fleckens finden. Um hier weiter mit den Leuten zu reden. So, wir verkaufen X-Angriff für mehr Tränke. Holzkohle. Was ist das denn? Versteckt Feuerattacken. What? Will ich mir gar nicht kaufen. Zu teuer. Holzkohle für 9.800. Das sollten wir uns mal merken. Oh, Tom. Benny, bist du noch wach? Ich, Tom, der Wanderer. Sind deine Pokémon immer noch wild? Mein Mochalo und ich, wir strotzen vor Energie. Wir wandern täglich in den Bergen, um so Energie abzubauen. Oh jo, ich kämpfe neulich gegen diesen Ratzfatz. Es ist mir entwischt, als ich einen vorbeilaufenden Schönheit nachsah. Oh, lerne von meinen Fehlern. Konzentriere dich immer auf die Aufgaben von dir. In Ordnung. Ja, geil. Nice Anruf, Bruder. So. Jetzt geht die Fleckenparty los. Hallo Benny. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Achso, ich bin so hart auf meinen Rücken geworden, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würde ich meinen Pokémon sie bestrafen. Ja, mein Freund, wir wissen's. Mist, ich stand da oben Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier runtergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Wenn du glaubst. Mal gucken, ob ich unterlevelt bin. Ich hoffe nicht. Boah, minimal. Tatsächlich echt minimal. So 12, 13, 14. Ja, 12. Och, keine Wirkung. Wieso hat denn die Scheiße keine Wirkung?
musst du dich mal echt entscheiden. Okay, ich muss ihn wechseln, weil sonst ist er One-Shot. Ich frage mich, ob man auch hier Nuggets finden kann. Damit könnte man nämlich ziemlich gut an die 9800 rankommen. Damage war ja mal on the fucking point. Komm. Da ja eben mit Rückzug-Hieb und Tackle E kommt, können wir ja auch hier unseren Aaron mal machen. Was? Was? Alles klar? Okay. Ah, mir egal. Menschensleute, ey. Rüpel möchte kämpfen. Zu weit. Was könnte man denn noch so bekommen von Nebulok? An Attacken. Wow, nicht effektiv. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so recht. So Psychokinese oder so, glaube ich, gar nicht, ne? Verwendet er kein Super Joy. Hätte er schon längst machen können. Schwupp. Ach, scheiße, die Wände. Das war nett, dass er nicht angegriffen hat. Benny findet einen Supertrank. Das ist nett. So.
alle 11. Oh, das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Oh. Wollt ihr mich doch verarschen? Ja. Schläft immer noch, Junge, Alter. Macht einen Winterschlaf, der Junge. Oh, ist aufgemacht. Jetzt wollen wir langsam mal die Folge beenden. Das sind gleich schon bei 50 Minuten. Macht aber auch Fun, muss man sagen. Also es macht schon Spaß, ja. Level 14. Ich hasse Verwirrung. Hat er sich jetzt gerade ernsthaft 10 Schaden gemacht? Da habe ich mich gerade verguckt. Verwirrung mit 10 Schaden ist okay, Freunde. Er rennt ja nicht gleich vor dem Bus oder so. Egal. Einfach. Gut. Freunde, ich beende die Folge. Nein. Wie gesagt, erst mit 18:20. Ich beende die Folge. Ich sage tschüss und Leute, wir sind euer Battleplay hier im Mindano. Ach, genau. Ich beende die Folge. Ich sage tschüss, schaut rein, auf Wiedersehen, euer Beniplay. Bis zur nächsten Folge von Pokémon Crystal und tschüss, Alter.